Im Kampf gegen die Allianz setzte das UNSC im Halo-Universum die verschiedensten Schiffe ein. Von winzigen Korvetten bis hin zu riesigen Trägerschiffen war da alles mit bei. Ich hatte euch mal wieder abstimmen lassen, welches Video ihr heute sehen möchtet. Und da hat ein Video über alle Schiffe des UNSC mit Abstand gewonnen. Deswegen schauen wir uns heute alle Schiffe an, die wir vom UNSC aus Halo kennen. Bevor wir das allerdings machen, einmal noch ein kleiner Hinweis. Denn auf meinem Gaming-Kanal wird es ab heute ein Halo Reach Let's Play geben, von dem dann jeden Samstag eine neue Folge erscheinen wird. Das Video wird heute um 16 Uhr erscheinen und sobald das online ist, auch am Ende dieses Videos verlinkt sein. Schaut da später also auf jeden Fall mal rein. Doch lasst uns damit jetzt mit den kleinsten und schwächsten Schiffen des UNSC anfangen und uns dann zu den großen, mächtigen Schlachtschiffen raufarbeiten. Beginnen wir mal mit den zivilen Schiffen des UNSC. Da kennen wir drei Klassen, doch viele Informationen haben wir zu diesen nicht. Wir kennen ein diplomatisches Shuttle, die Hahn, einen zum Gefängnis umgebauten Frachter, die Mona Lisa, sowie diese ca. 36 Meter langen Frachtschiffe. Zu diesen dreien haben wir leider keine tiefergehenden Informationen. Ich wollte sie aber nicht einfach so aus dieser Liste rauslassen. Mit einer Länge von 2,5 Kilometern waren die Kolonieschiffe der Phoenix-Klasse wesentlich größer als die drei bisher genannten. Allerdings nicht wirklich schwerer bewaffnet, da sie wirklich vollkommen unbewaffnet waren. Das wird jetzt einige von euch verwirren, da wir diese Klasse an Schiff am besten aus den Halo Wars Spielen kennen. Da tritt die UNSC Spirit of Fire auf, die dieser Phoenix-Klasse angehört, aber doch da bis an die Zähne bewaffnet war. Das liegt allerdings daran, dass die Menschheit in ihrem Kampf gegen Aufständische und vor allem später gegen die Allianz so verzweifelte, dass sie so ziemlich jedes erdenkliche flugtaugliche Schiff bewaffnete. Später auch Großkampfschiffe schwer modifizierte, je nach Aufgabenbereich. Da ich aber hier nicht auf jedes einzelne, individuelle Schiff und dessen Verbesserungen eingehen kann, werde ich euch nur die standardmäßigen Ausführungen der Schiffe vorstellen. Vielleicht mache ich dann zu speziellen Schiffen später nochmal ganz eigene Videos, wenn da das Interesse bei euch besteht. Solche Kolonieschiffe der Phoenix-Klasse sollten auf jeden Fall genau das machen, was ihr Name sagt: kolonisieren. Diese Schiffe wurden schon in der zweiten Hälfte der 2360er Jahre eingesetzt, mit Menschen vollgestopft und zu vielversprechenden Planeten geschickt, um diese bewohnbar zu machen. Dafür waren an Bord dieser Schiffe auch alle Materialien, die für das Terraformen von Planeten genutzt wurde. Manches Mal wurden bei der Kolonisierung von Planeten sogar die Kolonieschiffe selbst auseinandergebaut, um ihre Reaktoren als Energiequelle zu nutzen und die anderen Teile für Behausungen wiederzuverwerten. Aber lasst uns jetzt zu unserem ersten richtigen Kriegsschiff kommen, der 243 Meter langen Korvette der Gladius-Klasse. Diese kleinen wendigen Schiffe waren bis an die Decke mit Sensorausrüstung ausgestattet, um Aufklärung für das UNSC betreiben zu können. Sie hatten aber sogar eine kleine MAC, sowie zwei Archer-Raketenwerfer und sechs Punktverteidigungstürme zur Verteidigung mit an Bord. Das UNSC nutzte noch einige weitere Korvetten, doch zu denen haben wir weder Schiffsklassenbezeichnungen noch Bilder, weswegen ich euch zu denen nicht viel erzählen kann. Dafür wissen wir einiges mehr über die Prowler des UNSC. Kleine, verdeckt operierende Schiffe. Da hätten wir zunächst mal den 84 Meter langen Prowler der Winterklasse. Diese waren vollkommen auf Geschwindigkeit und Tarnung ausgelegt, um im Notfall auch alleine Erkundungs- und Aufklärungsflüge durchführen zu können. Dafür besaßen sie ein eigenes Tarnungssystem sowie sechs Pulslasertürme und zwei 40 mm Maschinengewehre. Dann haben wir in dieser Klasse aber auch noch den 281 Meter langen Prowler der Sahara-Klasse. Auch dieser war mit einer exzellenten Tarntechnologie ausgestattet, die es dieser Klasse erlaubte, selbst aus der Nähe feindliche Bewegungen oder auch Schlachten zu beobachten. Somit waren auch sie auf Aufklärung ausgelegt, aber auch auf Geheimmissionen hinter feindlichen Linien. Obwohl ihre Hauptaufgabe nicht der Kampf war, hatten sie aber sogar Shiva-Nuklearraketenwerfer mit an Bord, um sich aus brenzligen Situationen schießen zu können. Und damit können wir langsam zu den richtigen Kriegsschiffen des UNSC kommen. Angefangen mit den Fregatten. Am bekanntesten durch die UNSC Forward unto Dawn dürfte die Fregatte der Charon-Klasse sein. Mit einer Länge von fast 490 Metern war sie mit einer schweren Mark II MAC, 50 Archer-Raketenwerfern, 4 Punktverteidigungstürmen und 3 Nuklearraketenwerfern bewaffnet. Dazu konnte sie 782 Truppen sowie einige Landungsschiffe und Bodenfahrzeuge mit an Bord nehmen.
Das ist schon eine recht gute Bewaffnung und Ausstattung, würde allerdings alleine in den meisten Schlachten nicht ausreichen. Deswegen waren Fregatten dieser Klasse oft planetaren Verteidigungsmaßnahmen oder größeren Flotten zugeteilt. Die Fregatten der Starward-Klasse waren gerade einmal 10 Meter kürzer als die der Charon. Auch ihre Bewaffnung mit einer Mark II Mag, 16 Archer-Raketenwerfern, 86 Streak-Raketenwerfern und 58 Punktverteidigungsgeschützen war darauf ausgelegt, eher als Verteidigungsschiff zu dienen. In größeren Flotten sollten diese kleineren Fregatten dafür sorgen, dass keine Jäger oder kleinere Selbstmordschiffe der Allianz nah genug an die großen Schiffe kamen. Mit einer Länge von 535 Metern waren die Fregatten der Paris-Klasse trotzdem noch um einiges schneller und wendiger und etwas besser gepanzert und bewaffnet als die beiden anderen bisher genannten Fregatten. Auch sie waren mit einer Mag bewaffnet, dafür aber auch mit 26 Archer-Raketenwerfern, Punktverteidigungsgeschützen und 3 Shiva-Nuklearraketenwerfern. Da Fregatten dieses Typs dank ihrer Schnelligkeit und Wendigkeit gegnerischem Feuer gut ausweichen konnten, wurden sie vereinzelt auch sogar alleine für Einsätze genutzt. Die Fregatte der Endless-Klasse wurde erst nach dem Krieg zwischen den Menschen und der Allianz eingesetzt. Doch wirklich viel wissen wir über sie nicht. Dafür allerdings über die 575 Meter langen Fregatten der Strident-Klasse. Diese wurden erst spät im Krieg gegen die Allianz entwickelt und waren somit eine der mächtigsten Fregatten, die das UNSC zu bieten hatte. Bisher waren alle hier erwähnten Schiffe recht gut gepanzert, aber mit keinerlei Schildtechnologie ausgestattet. Das änderte sich bei der Strident-Klasse. Bei dieser Fregatte hatten die Wissenschaftler des UNSC die Schildtechnologie der Allianz und der Blutsväter bereits entschlüsselt und konnten daraus selbst Energieschilde herstellen und dann auch bei dieser Strident-Klasse standardmäßig verbauen. Dazu waren diese Schiffe mit einer Mark IV Mag, 2 Archer-Raketenwerfern, 12 Punktverteidigungsgeschützen sowie mit einem Nuklearraketenwerfer und 5 Castor Railguns, die mit spezieller Munition beladen werden konnten, die stark genug war, um Energieschilde zu durchbrechen, bewaffnet. Falls euch die ganze Hintergrundgeschichte mit dem Krieg zwischen den Menschen und der Allianz übrigens spanisch vorkommt, schaut mal hier in das Video rein. In diesem habe ich die Geschichte des Halo-Universums in über 25 Minuten runtergebrochen und erklärt. Nach Schauen dieses Videos seid ihr schlauer. Aber machen wir erstmal mit diesem Video hier weiter. Kommen wir damit von den Fregatten zu den Zerstörern. Bei diesen kennen wir genau 3 Klassen. Bei zweien, der Diligence und der Hillsborough-Klasse, sind die Informationen allerdings leider sehr mau. Da kann ich euch die Bilder zu zeigen, mehr wissen wir über die aber leider nicht. Hier haben wir die Diligence-Klasse und hier die Hillsborough. Dafür kennen wir die dritte Klasse im Bunde relativ gut, die Halbert-Klasse. Diese 485 Meter langen Schiffe waren schnell und schwer bewaffnet. Sie sollten sozusagen im Wolfsrudel zusammen mit anderen Zerstörern schnell eingesetzt werden und in kürzester Zeit zusammen ein größeres gegnerisches Schiff zerstören, um dann schnell zu fliehen oder sich das nächste Schiff vorzunehmen. Bewaffnet waren sie dafür mit einer Mag-Batterie, bestehend aus einer großen und einer etwas kleineren Mag, 26 Archer-Raketenwerfern, 4 Punktverteidigungsgeschützen sowie 3 Shiva-Nuklearraketenwerfern. Und damit können wir auch schon zu den bekannteren Schiffen, den Kreuzern des UNSC, kommen. Die Halcyon-Klasse war da die älteste Klasse, die wir kennen. Diese 1170 Meter langen Schiffe waren eigentlich bei Beginn des Krieges zwischen den Menschen und der Allianz im Jahre 2525 schon zu einem Großteil außer Dienst gestellt. Doch dafür wurden viele wieder zurückgeholt und mit einigen Upgrades versehen. Das Problem dieser Halcyon-Kreuzer war, dass sie teuer und nicht stark bewaffnet waren, gleichzeitig aber auch eine schlechte Manövrierbarkeit besaßen. Doch sie waren im Vergleich zu den meisten anderen Schiffen des UNSC so gut wie unzerstörbar. Natürlich konnten sie vernichtet werden, doch ihre innere wabenartige Struktur, die in Zellen aufgeteilt war, die sich voneinander abschotten konnten, erlaubte es ihnen selbst bei enormen Schäden noch weiter zu funktionieren. Bewaffnet waren diese Schiffe standardmäßig mit einer Mag, 4 Shiva-Raketenwerfern, 6 Archer-Raketenwerfern und einigen Punktverteidigungswaffen. Nicht gerade sonderlich stark im Vergleich zu den anderen bereits genannten Schiffen. Doch die Upgrades zu Beginn des Krieges und ihre sehr, sehr gute Panzerung machten diese Schiffe zu einer guten Ergänzung der Flotte des UNSC. Eines dieser verbesserten Schiffe war die Pillar of Autumn, die im Jahre 2552 den Spartan John 117 auf einen Halo-Ring brachte.
Die Zerstörung des Reaktors der Pillar of Autumn sorgte auch für die Zerstörung des Halo-Ringes und für eine erhebliche Verlangsamung der Ausbreitung der Flood. Auch recht alt zu diesem Zeitpunkt waren die schweren Kreuzer der Valiant-Klasse, die schon im Jahr 2493 eingeführt worden waren. Leider haben wir bei diesen auch keine detaillierteren Angaben. Wir wissen aber, dass sie zu ihrer Zeit und auch zu Beginn des Krieges mit der Allianz mit die mächtigsten Schiffe des UNSCs waren. Mit ihrer Länge von 1518 Metern waren sie mit mehreren Mags und Archer- und Shiva-Raketenwerfern bewaffnet. Als Nachfolger der bereits erwähnten Halcyon-Klasse sollte die Marathon-Klasse dienen. Diese Schiffe waren zu Beginn des Krieges im Jahre 2525 die beliebteste Schiffsklasse des UNSC und somit sehr häufig in Flotten vertreten. Sie sollten die gleichen Rollen übernehmen, wie es die Halcyon-Kreuzer vor ihnen taten, nur eben wesentlich preisgünstiger und besser. Mit einer Länge von 1192 Metern waren sie mit 2 Max, 1800 Archer-Raketenwerfern, 5 Fusionsraketen sowie einem Netzwerk aus Punktverteidigungskanonen bewaffnet. Dazu konnten sie noch bis zu 1000 Soldaten mit sich führen. Zum Ende des Krieges im Jahr 2552 wurden dann die Kreuzer der Autumn-Klasse, benannt nach der Pillar of Autumn selbst, in den Dienst gestellt, die als Ersatz für die Kreuzer der Halcyon- und Marathon-Klasse dienen sollten, die im Krieg zerstört worden waren. Und um das gut ausführen zu können, waren diese 1425 Meter langen Schiffe mit den neuesten Technologien ausgestattet. Natürlich mit einer dicken Titanium-A-Panzerung, aber auch mit lokalen, smarten Schildgeneratoren. Um Energie zu sparen, waren diese nicht automatisch immer angeschaltet. Sie wurden erst angeworfen, wenn ein Teil der Hülle unter Beschuss geriet. Sobald das entdeckt wurde, schaltete sich der Schildgenerator an, der am nahesten dran war, und erzeugte nur an dieser Stelle ein sehr starkes Energieschild, was dann vor Beschuss schützte. Bewaffnet waren diese Schiffe mit einer Mark 9 Mag, 4 Coilguns, 32 Archer-Raketenwerfern und 6 Punktverteidigungsgeschützen. Dazu konnten diese Schiffe noch 45 Marines und 220 ODSTs mit an Bord nehmen. Und damit können wir auch schon zu den größten und mächtigsten Schiffen des UNSCs kommen, zu den Trägern. Da hätten wir zunächst mal den kleinsten, den leichten Träger der Poseidon-Klasse, mit einer Länge von 719 Metern. Über diesen wissen wir aber leider auch nicht viel mehr als das. Durchaus größer war da der Angriffsträger der Orion-Klasse. Mit einer Länge von 2220 Metern war dieser Träger recht gut bewaffnet. Doch genaue Angaben haben wir bei ihm leider auch nicht. Wir wissen allerdings, dass dieser Träger sogar Fabriken an Bord hatte, die sonst nur auf Kolonieschiffen gefunden werden konnten. Damit konnte dieser Träger mit den richtigen Ressourcen, selbst Treibstoff, Ersatzteile und teilweise sogar ganze Fahrzeuge eigenhändig produzieren. Etwas größer als dieser Orion-Träger war der schwere Träger der Epoch-Klasse, mit einer Länge von 2563 Metern. Bewaffnet war dieser mit einer leichten Mag, 2 Coilguns, 12 Autokanonen, 90 Raketenwerfern sowie 32 Punktverteidigungsgeschützen. Dafür konnten Schiffe dieser Klasse auch noch 800 Marines, 36 Landungsschiffe und 24 Jäger mit sich führen. Einen Sprung in der Größe und Stärke machen wir jetzt, da wir zum Superträger der Punic-Klasse kommen. Von diesen wurden nur eine Handvoll jemals gebaut. Dafür wissen wir, dass diese 4000 Meter langen Schiffe sehr, sehr mächtig waren. Genaue Angaben haben wir bei ihnen leider auch nicht. Wir wissen dafür allerdings, dass sie mit 2 Supermax bewaffnet waren. Waffen, die sonst nur an orbitalen Verteidigungsplattformen befestigt waren und mit einem einzigen Schuss schon durch die Schilde und Panzerungen von so manchen Schiffen der Allianz dringen konnten. Wir können davon ausgehen, dass diese Schiffe mit einigen Jägern und Soldaten bemannt waren. Doch genaue Daten haben wir, wie gesagt, bei ihnen wirklich nicht. Noch einmal einen großen Schritt größer war die Infinity-Klasse. Wobei man hier schwer von einer Klasse reden kann, da im Jahre 2558 erst ein einziges Schiff, die UNSC Infinity selbst, fertiggestellt war. Ihr Schwesterschiff, die Eternity, befand sich zu der Zeit noch im Bau. Schiffe dieser Klasse waren fast 5700 Meter lang und absolut das Beste, was das UNSC zu dieser Zeit zu bieten hatte. Natürlich hatten auch Schiffe dieser Klasse, da sie erst nach dem Krieg entwickelt wurden, vieles an verbesserter Allianztechnologie verbaut. Somit also auch eigene Schilde sowie verbesserte Antriebe. Die Schilde und Hülle der Infinity waren sogar stark genug, um damit einfach Großkampfschiffe der Allianz zu rammen und so in zwei Teile zu reißen. Bewaffnet war diese Klasse mit 4 Supermax,
1100 Raketenwerfern, 830 Punktverteidigungsgeschützen, 10 auf Geschütztürmen montierten MAC-Kanonen, 85 Anti-Fluggeschützen, weiteren 190 Zielraketenwerfern und einigen Havoc-Nuklearraketenwerfern. In ihren Hangars hatte die Infinity Platz für einige Landungsschiffe, dazu aber auch noch für 150 Broadsword-Sternjäger und 10 Fregatten der Strident oder wahlweise auch Endless-Klasse. Die Infinity war also groß genug, um als Trägerschiff für kleinere Großkampfschiffe zu fungieren. Dazu konnte sie auch noch 5400 Marines, 750 ODSDs und eine ganze Reihe an Spartans mitnehmen. Denn während die vorherigen Spartans hauptsächlich auf Reach stationiert waren, war das Hauptquartier der neuen Spartan 4s auf der Infinity selbst. Von dort aus wurden die meisten Spartans auf Missionen geschickt und dort trainierten sie auch jeden Tag stundenlang in Kämpfen gegeneinander. Falls ihr übrigens mehr über die Entstehung und generell die verschiedenen Spartan-Generationen erfahren wollt, schaut mal hier in das Video über die Evolution der Spartans rein. Aber damit kennt ihr auch schon alle uns bekannten Schiffe des UNSC. Es gibt noch das ein oder andere weitere Schiff, doch zu diesen haben wir keine Bilder und kaum Informationen, weshalb ich die hier aus dem Video rausgelassen habe. Was sagt ihr? Welches dieser Schiffe würdet ihr selber gerne kommandieren, wenn ihr könntet? Haut es unten in die Kommentare. Hier findet ihr noch ein Video mit einem Vergleich über das beste Großkampfschiff verschiedener Universen, bei dem die Marathon-Klasse auch mit dabei ist. Hier ein Video über alle Sternzerstörer des Star Wars-Universums auf meinem Star Wars-Kanal und hier ein Let's Play auf meinem Gaming-Kanal. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal!